Hallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Als allererstes bauen wir heute bzw. färben wir heute die ganzen grauen Platten einmal um, dass wir da ein schönes, stimmiges Gesamtbild bekommen. Und dann würde ich mal gucken, dass wir vielleicht eins von den beiden Gebäuden einfach mal bauen. Einfach mal gucken, was dabei rumkommt, was zusammenschustern, so eine kleine, schnuckelige Alpenberghütte, keine Ahnung. Werden wir noch hinkriegen. Aber erstmal kommt jetzt, wie gesagt, der Spaß mit dem Umfärben. Ich bin auch am überlegen, ob man nicht mehrere... Nee, es geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das wird nicht gehen. Ist okay. Idee direkt wieder verworfen. Das ist die Sache. Was gehört hier... alles zu... Ich kann ja so machen und gucken. Die gehören alle zusammen. Da habe ich jetzt aber auch Dinge markiert, die da nicht mit reingehören. Ach, die Pflanze. Irgendwas ist hier auch noch farblich unklar. Ihr sollt aber alle so werden. Da können wir uns doch drauf einigen, oder? Egal, was ich da jetzt alles hatte. Guck mal, ist eine riesige Fläche gewesen. Ist da noch eins zwischen oder sieht das gerade nur so aus? Das sah nur so aus. Gott. Jetzt haben wir noch die ganze Geschichte hier hinten. Die gehören... Doch, da gehört auch ein bisschen was zusammen. Das ist doch schön. Ist da noch was, was dazu gehört? Ja. Ja, das macht so viel einfacher, ne? Einmal bitte die alle. Jetzt müssen wir gucken, was hier noch eigenständig ist. Ich glaube, du... Oder ist noch einer? Aber welcher? Wer macht uns da noch einen Strich durch die Rechnung? Du bist auf jeden Fall noch grau. Ist jetzt irgendwas getan? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall noch einer grau. Aber ich weiß nicht, wozu der gehört. Seht ihr das auch? Da glitscht doch noch ein graues durch. Hier. Auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Da ist noch was unklar. Guck mal. Haben wir jetzt den Übeltäter vielleicht erwischt? Ja. Ach, guck mal. Perfekt. Jetzt ist die Sache, können wir die Warteschlange noch umfärben oder lassen wir das so mit... Eigentlich geht das schön mit diesem Kiesweg, ne? Ich würde nur gucken, dass wir vielleicht die Treppe umgefärbt bekommen. Ist jetzt die Frage. Haben Warteschlange Wege? Haben wir da was Brauchbares? Ich glaube nicht, ne? Das ist ja belastend. Da wären zumindest... die Treppen farblich angebracht. Muss jetzt natürlich auch was sein, was hier im unteren Bereich okay aussieht. So vom Übergang her. Mit Holz. Hm. Also so passt es natürlich am besten. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das alles in so einem rötlichen Ton hinbekommen hätten. Aber gut. Lassen wir das mit dem Kiesweg. Ist auch völlig in Ordnung. Passt auch ins Gesamtbild, ne? So ein Kiesweg. Es ist noch die Frage, färben wir diese Dinger auch ein? Es würde sich ja eigentlich anbieten. So ist das Wort. Anbieten. Die Farbe ist eigentlich auch okay, ne? Die Farbe ist okay. Ja, doch, das geht. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir das doch schon mal hier erfolgreich hinbekommen. Sehr schön. Jetzt haben wir noch auf dieser Seite die Geschichte. Das ist natürlich jetzt wieder ein Träumchen, hier Sachen zu markieren, die zusammengehören.
Okay, gehört das vielleicht alles zusammen? Oh, guckt mal. Haben wir da mehrere Sachen? Ja, weil das alles gerade ist, ne? Oh, das sieht besser aus. Das sieht definitiv besser aus. Also machen Sie bitte einen Gebäudewechsel. Ich sag nicht, das geht nicht, weil die halt so im Boden versunken sind. Dann kriege ich aber die Krise. Warte, aber ich kann ja das Gebäude anklicken und dann so, ne? Ja, ach, guck mal. Liebündisch gerettet hier. So, einmal die. Wir sind gleich rum. Dann kümmern wir uns um die, um das Gebäude. Ich glaube, da können wir was Schönes zaubern. Das ist nervig hier mit der Kurve. Aber gut. Achso, habe ich mehrere Sachen kopiert? Ich wollte ja nur. Gespeichert. Moment bitte. Ich wollte doch nur die Platte. Sehr gut. Wir arbeiten uns voran. Wir haben es bald geschafft. Bitte halten Sie noch einen Moment durch. Ich will mehr anklicken als nur eine Platte. Es war so schön da hinten. Auf dem Vorplatz. Jetzt krepeln wir hier so Schritt für Schritt dran rum. Oh, das könnten mehrere werden. Wartet. Nee. Nee. Ist auch wieder nur einer. Hier müssen wir auch noch gucken, wie wir das Ganze schön verkleidet kriegen. So, den noch. Und dann haben wir das zumindest für diese Seite. Da hinten haben wir keins mehr. Auf der Seite. Ja, am besten ist eigentlich, das machen wir jetzt auch eben schnell. Ich nehme es zurück. Ne, ihr gehört alle nicht zusammen. Ihr seid alle einzeln gesetzt, ne? Oh, ja, rot wäre ja auch schön. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Naja, aber lieber jetzt mal eben anpassen, bevor wir jetzt alle möglichen anderen Farben wieder benutzen und dann ist die Farbe wieder irgendwo hier hinten in der Walachei verschwunden und wir wissen nicht, welche das war. Und dann ziehen wir das doch einfach mal eben durch. Haben wir ja auch gleich. Drei Stück noch. Und dann geht es ans Gebäude bauen. So. Guckt mal. Haben wir doch schon. Sieht gut aus. Passt, finde ich, vom Gesamtlook, wenn man jetzt von hier guckt, wesentlich besser als dieses Grause, was da rausgestochen ist. Wie gesagt, hier oben ist das völlig in Ordnung. Da passt das. Aber hier unten sah das doch etwas störend aus und sieht jetzt wesentlich besser aus. Fangen wir doch einfach mal mit diesem klitzekleinen, süßen Gebäude hier an. Ja, eigentlich ist die Aufteilung schon gar nicht so schlecht, wie wir sie haben. Jetzt ist die Sache, wie designen wir das Ganze? Ich würde da jetzt nicht ein zu großes Gebäude rausmachen, ne? Wirklich was Kleines, Entspanntes. Was ist mit der Wand vielleicht mal? Hast du irgendwie eine schöne Textur? Oh, du hast eine schöne Textur. Kann ich dich einfärben? Ich kann dich auch einfärben. Aber nee, du musst ja was Weißliches werden, nicht so ein dreckiges Graubraun. Bisschen ockerfarbener, ein bisschen heller, mit einem leichten Gelbstich rein. Ja. Ja, das ist doch gut. Ah. Nehmen wir das nämlich jetzt hier als Grundlage. Ah, jetzt kommt wieder der Spaß hier. Wenn ich euch jetzt so hinsetze, habe ich gleich wieder ein Problem, wahrscheinlich die zweiten Wände wegzulöschen, ne? Ich mag die Grundform echt. So.
Und jetzt versuchen wir uns die Wände, aha, zu schnappen, die wir nicht haben wollen. Das sind einmal die getäfelten, die kriegen wir von der Seite. Das ist schon mal gut. Habe ich hier die falsche Ich habe da die falsche weggelöscht. So viel zum Thema, die kriegen wir von da sehr gut. Ah, noch läuft. Nein. Aha. Haha. Haben wir jetzt alle. Ich glaube schon. Ja, das ist doch eine süße kleine Hütte. Ich würde jetzt auch... Warte mal, die ist jetzt 4 Meter hoch. So eine Etage, haben wir ja gesagt, sind 3. Wenn wir jetzt die obere Etage... Oh, wir haben hier nicht so Halbdinger noch, ne? Die hätten wir dann nur so. Wobei, wenn diese Holzbalken nach innen gedreht sind... Könnte das funktionieren? Das ist nicht die Farbe, ne? Warum hast du denn jetzt hier nicht die Farbe behalten? Ach, da. Wenn wir das dann so machen, müsste das doch auch funktionieren. Das sieht dann von innen wild aus. Ja, gut. Müssen wir wegignorieren. Was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass hier diese Übergänge nicht wunderbar klappen, sondern so eckig werden. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber das kriegt man vielleicht anders dann noch wegkaschiert. So. Das wäre dann einmal das. Also wir haben hier 3 Meter. Jetzt hier nochmal 2 und jetzt machen wir hier oben noch ein Holzdach, mit dem wir dann auf 3 Meter kommen würden. Das wäre ja eigentlich dann nur diese Schräge, wenn ich das richtig sehe. Und dann wären wir bei 3 Metern. Vielleicht machen wir doch einen Ticken höher. Ja, die Lücke müssen wir dann anders kaschieren. Hätte ich gerne irgendwie wieder ein schönes Braun für oben. Hier ruhig wieder mit so kleinem Balkonüberhangdach. Weil da müsstest du ja da sitzen. Müssen wir die anderen gleich nochmal weglöschen. Ja doch, das passt. So. Und so. So müsste das doch funktionieren. Spielstress mich doch nicht so spät am Abend hier, bitte. Ich bin fast dafür, jetzt erst ein Dach draufzusetzen. Um dann den Rest auszuklamüsern. Wir müssten auf jeden Fall hier so noch machen. Und dann muss ich nochmal zurück zu den Wänden. Wänden. Und hier eine Wand reinziehen. Wo ist er? Da. Red ich doch. Ich habe Y gedrückt. Achso, nee, wir hatten ja die höhere Wand jetzt genommen. Genau, dass das von außen halt auch gut aussieht. Wobei, dann brauchen wir die nicht, ne? Dann ist die Quatsch. Man kann es halt auf jeden Fall so weit überhängen lassen, aber da brauchen wir jetzt nicht da noch diese Verstärkung außen entlang. Gut. Soweit wären wir schon mal. Jetzt kommt wieder die große Frage. Was nehmen wir für ein Dach? Ich tendiere ja gerade der Einfachheit halber zu dem Dach hier wieder. Ich weiß gar nicht, was ist mit so... Nee, das sieht zu... Nee.
Nee, es wird wahrscheinlich wieder das hier. Das konnten wir einfärben. Wenn man das mal so rötlich macht. Und die nicht pink. Rötlich. Aber ein schönes rötlich. Und vielleicht das richtige Dach nehmen wäre auch noch ganz praktisch. So, und jetzt kommt wieder der Spaß. Ich möchte es ja überhängend haben. Einmal in diese Richtung überhängend. So weit? Nee, das ist zu übertrieben, ne? Mal wieder ein zurück. So, und dann ja nach hier überhängend. Es wird wieder spannend. Dann nach da überhängend. Reicht mir das an Überhang oder? Ja, dadurch, dass da eh kein großartiger Balkon drauf kommt. Hier müssen wir natürlich gucken. Da haben wir das Problem mit dem anderen Haus. Aber das wird sich dann klären, wenn wir das dann bauen. Was für Probleme wir da vielleicht noch bekommen. Haben wir jetzt ein Spitzdingdach, was da jetzt perfekt hinpasst? Nö. Du bist die Schräge, du bist dieses Ding, du wärst noch ein Spitzding. Du wärst auch das Richtige. Ja, guck. Alles gar kein Problem. Einmal gucken. Begutachten. Sehr hübsch. Wobei ich tatsächlich sagen würde, wir machen die hier. Ja, wir speichern wieder. Wir machen die hier noch ein Stück raus. Die waren jetzt so und dann würde ich sie doch gerne so machen. Dann kann man nämlich hier oben vielleicht doch noch einen kleinen Balkon anbringen, der hinten rausgeht. Und hier vorne hat man noch so einen kleinen Balkon für hier den vorderen Bereich. Das ist doch völlig in Ordnung. Haben wir irgendwas, wo wir jetzt denken, oh, ja, da so ein bisschen, ne? Aber da werden wir vielleicht noch irgendeine Zierleiste vormachen, dass man das von unten nicht mehr so sieht. Müssen wir hier eh einmal rundherum machen. Durch diese komische Wölbung, die das Gebäude hat. Oder dieses Bauteil. Das ist halt eigentlich für den, ja, afrikanischen Stil. Oder? Ja, ne? Hat sowas Afrikanisches. Von daher wird das eh nicht richtig passen. Gut. Dach haben wir schon mal drauf. Kümmern wir uns um die Geschichte mit einem Balkon. Was könnte man jetzt nehmen für einen schönen kleinen Balkon? Ich glaube, das hier ist zu klein, ne? Außerdem ist dann hast du wieder... Nee. Wir müssen jetzt auch noch die vernünftige Höhe finden. Das wäre natürlich auch interessant. Das weiter rausziehen. Ich weiß nicht, ob wir damit da hinten den Balkon machen können. Hier finde ich den aber schon mal gar nicht so übel. Das so machen. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Höhe. Ich habe das jetzt einfach mal so angepeilt. Umdrehen. Hier bündig dran ansetzen. Ah, sieht auch da mit dem Übergang gut aus. Es ist zumindest vernünftig abgestützt. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir vielleicht für ein Geländer machen. Ich glaube, das hier wird... Nur wobei, ganz ehrlich, warum nicht? So schon gar nicht so schlecht. Halt auch mal wieder was anderes, ne? Ich möchte hier ja Variationen haben in meinen Gebäuden und nicht, dass die alle gleich aussehen. Dann hat man da so einen klitzekleinen... süßen, schnuckeligen, entspannten Balkon. Das finde ich gut. Okay, du bist zu lang.
Das finde ich nicht gut. Du wärst perfekt. Das ist die Sache. Zieht man ihn bis zum Boden, dann bräuchten wir doch den. Wie finde ich das hier gerade gar nicht so schlecht? Nur nicht bis ins Dach. So. Und... Ah, wobei, ich werde den nicht so übereinander doppelt brauchen. Was ist das denn? Das passt ja gar nicht. Ich ein bisschen rausziehen. Ich glaube, da oben drauf passt der kurze oder reicht der kurze. Zack. Ah, da. Da war der Punkt. So, dann hat man das nämlich auch nochmal irgendwie schön abgestützt. Kann hier eine wunderschöne Eingangstür reinmachen. Ach, herrlich. Gefällt mir. Wie gesagt, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir hier diese Lücken abschließen. Hier mit sowas. So schönen Schnörkeleien. Das ist doch bezaubernd. Das sieht doch richtig bayerisch aus. Wobei, warte mal, vielleicht, wenn wir das umfärben. Mach hier so Späßchen, ne? Aber vielleicht ist das ja echt nicht so kacke. Das braun machen. Wenn wir das in so einem hellen Ton machen. Das vielleicht in so einem rötlichen. Und das auch. Jetzt ehrlich, so unbayerisch finde ich es erstmal jetzt nicht. Ist halt die Frage, wie kann man es da vernünftig dran ansetzen? Wir müssen ja auch gucken, dass wir hier vernünftige Fenster und Türen noch hinzaubern. Das gerne ausprobieren hier einmal so rundrum. Den Pfeil. Ruhig so. Ah, das ist gut. Oder ist das too much? Ah, ich weiß nicht. Also jetzt, wenn ich das schon da und hier sehe, denke ich mir gerade, ist vielleicht doch etwas viel des Guten. Nee, so gefällt es mir jetzt dann doch nicht. Da müssen wir doch nochmal gucken. Wie ist mit dem? Du bist einfach nochmal größer. Du bist... Guck mal, du hast dich jetzt farblich angepasst. Aber... Vielleicht eher. Das wäre das. Ne, das würde ich auch rot lassen. So. Das ist natürlich dann doof. Wenn ich das braun jetzt hell mache. Ist, glaube ich, zu hell. Das war schon gut so. Aber das ist mir zu viel rot. Das ist mir zu viel weiß. Ich glaube, aber so war noch am besten. Außer am dezentesten. Vielleicht kann man dann das hier doch nochmal ändern. Vielleicht. Geht auch so ein bisschen rein. Oder wird das auch wieder too much? Gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Vielleicht, wenn wir das hell machen, das auch eher dunkel.
Ich sitze hier und starre das an und denke mir, finde ich das gut? Finde ich das rundum gebaut gut? Oder ist das zu viel? Weil eigentlich nicht. Also die sparen schon nicht, was Dekoration angeht. Ich glaube, damit kann ich noch eher leben als das, was wir vorher hatten. Ich muss das hier nur ein bisschen vernünftiger ausrichten, dass das mit unserem Dach nicht kollidiert. Das wäre dann auf der Höhe. Das Problem haben wir da auch. Aber dann schiebe ich das einfach nochmal rüber. Für die richtige Höhe. Na. Oh, wenn man wieder aus so einem komischen Winkel da drauf guckt, ne? So, jetzt machen wir das weg. Das schieben wir zurecht. Sehr gut. Ich glaube, das finde ich besser als das, was wir vorher hatten. Und jetzt so mit den Farben auch nicht ganz so aufdringlich. Hallo? Die Frage, was lässt man verschwinden? Was sieht man noch? Und wir machen so, dass man die Punkte noch sieht. Diesen Balken muss ich eh hier nochmal verrücken. Bisschen hier raus, damit das da verschwindet. Ein bisschen hier rüber. Sehr gut. Okay. Doch, ich glaube, das finde ich so besser. Jetzt ist natürlich auch noch die Sache, wie kriegen wir da jetzt die Tür integriert? Dong. Klingeling. Die natürlich wieder mal viel zu riesig sind. Ist noch gar nicht unten. Das dürfte, glaube ich, nicht so eine Schwingschwungtür sein. Das müsste klein sein. Das müsste dezent sein. Wie sieht das aus, wenn wir dich umdrehen? Dann hast du da nur so... Aber das muss ja nicht unbedingt so ein Fenster haben, die Tür. Es reicht ja, wenn man so schemenhaft eine Tür da erahnen kann. So. Die machen wir jetzt natürlich nicht blau, sondern braun mit einem hellen Rahmen. Hell. So. Vielleicht können wir ja auch mal wieder übertreiben und da jetzt noch ein Fensterchen drin anbauen. Oh, damit die Tür ein Fenster hat. Okay, Spiel, ganz ruhig. Wieso speicherst du denn schon wieder? Du hast doch gerade erst gespeichert oder haben wir schon wieder so viel Zeit verloren? Das ist gerade ein bisschen sehr viel dunkler. Mach doch. Mach doch einfach, Spiel. Okay, nee, das Fenster gefällt mir dafür gerade überhaupt nicht. Ich hätte aber schon gerne irgendwie so was Kleines, Neutrales, was man da jetzt einfach draufpacken kann. Wupp, wupp. Aber das wird, glaube ich, auch nichts. Nee, nicht ohne, dass es anfängt, komisch auszusehen. Ja, mhm. Fenster werden auch immer größer. Das soll doch nur so ein kleines Fenster in der Tür sein. Jetzt sieht es aus wie ein Fenster halt. Nicht mehr wie eine Tür. Das ist, nee, so wollte ich das doch nicht. Gut, die Tür kriegt gleich kein Fenster. Wenn die Scheiben alle so tief da drin sitzen, dann wird das nichts. Hier mit Gitter. Ja, sowas ist halt... Nee. Nee, dann halt nicht. Nee. Also das war noch somit das Beste, aber... Nee. Nee. Es wird immer schlimmer von Fenster zu Fenster. Du bist zwar noch recht klein, aber... Nimm's zurück, auch nicht wirklich.
Da machen wir da halt kein Fenster in die Tür. Es ist halt... Aber das sieht komisch aus. Wenn wir das doch umdrehen... Müssen wir es halt noch ein Stückchen verschieben. Müssen wir das so machen. Kann ich nicht ändern, aber sonst sieht es echt merkwürdig aus für eine Tür. Machte keinen Sinn. So, wir können jetzt nochmal gucken, was wir da für ein Fenster hinzaubern können. Viel Platz haben wir ja nicht. Das würde sich natürlich für die oberen Stockwerke wunderbar wieder anbieten. Wenn wir das jetzt dementsprechend wieder vernünftig einfärben. Ich habe keine Ahnung, was du gerade einfärbst. Ich habe keine Ahnung, was du einfärbst. Ich mache es einfach mal so. Warst schon perfekt positioniert. Vielleicht ein Stückchen weiter runter. Dann, dass so auf der Kante aufliegt. Hier machen wir auch noch eben eins hin. Dann würde ich sagen, ist das für heute erstmal Schicht im Schacht hier. Wobei ich mir hier vorstellen könnte, von diesen kleinen kann man auch wunderbar zwei nebeneinander machen. Ich sag mal, wenn hier der Boden ist, sind die schon recht hoch angebracht, ne? Du hast halt Luft nach oben. Hast halt eine 4 Meter Decke für die kleine Dachkammer da oben. Aber das sieht auch schon mal sehr süß aus. Wir werden uns dann in der nächsten Folge mit dem Häuschen weiter beschäftigen. Ich denke aber mal, dass wir das in der nächsten Folge fertig kriegen. Es sind ja jetzt nur noch so Kleinigkeiten. Unten Fenster, unten eine Tür, Blumenkästen dran, einen Schornstein. Und mehr wird dieses Gebäude hier tatsächlich gar nicht. Das soll einfach nur die Stadt etwas beleben. Und dann können wir mal gucken, wie wir das hier in diese Ecke integriert bekommen, dass das Gesamtbild halt wieder gut aussieht. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!